Eine ukrainische Einheit in der Nähe der Front bei Bachmut. Es ist eiskalt. Seit Monaten ist die Lage festgefahren. Wie lange der Krieg noch dauern wird, weiß niemand. Trotz Rückschlägen bleiben die Ukrainer und Ukrainerinnen zwar entschlossen, weiterzukämpfen. Allerdings sind viele kriegsmüde, auch diese Ehefrauen von Frontsoldaten. Ihre Männer kämpfen zum Teil bereits seit fast 2 Jahren. Wir fordern, dass die Dauer des Dienstes, den die Soldaten leisten müssen, klar definiert wird. Wir hoffen, dass wir und unsere Ehemänner gehört werden. Für sie ist es sehr hart. Sie sind erschöpft. 25.000 Soldatenangehörige unterzeichneten diesen Herbst eine Petition. Sie fordern Präsident Selenskyj auf, die Frontkämpfer aus dem Dienst zu entlassen. Doch danach sieht es zeitnah nicht aus. Den Familien fehlen ihre Väter und Partner. Immerhin, in der ukrainischen Hauptstadt sind die Menschen in diesem Winter bisher relativ sicher. Kiew hat sich gewappnet gegen russisches Bombardement. Vor etwa 2 Wochen gab es den massivsten russischen Drohnenangriff auf Kiew seit Kriegsbeginn. 75 iranische Drohnen, von denen die meisten auf die Hauptstadt zielten. Bis auf eine einzige wurden alle abgeschossen. Das ist sicher auch ein Lichtblick für die Menschen hier. Die Flugabwehr funktioniert und die ganz massiven russischen Angriffe auf die Energieversorgung, wie wir sie im vergangenen Winter erlebt haben, gibt es bisher noch nicht. Kiews Soldaten ist es allerdings nicht gelungen, Putins Invasionsarmee entscheidend zurückzudrängen. Frust macht sich nicht nur im Schützengraben breit, auch die Zivilbevölkerung zeigt sich erschöpft. Die Stimmung hier in Kiew ist in diesen Tagen bedrückend. Die Zuversicht und Leichtigkeit, die es im Frühjahr und Frühsommer noch gab, findet man nun so gut wie gar nicht mehr vor. Mit dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive ist auch den Letzten klar geworden, dass der Krieg noch lange dauern wird. Das spürt man auch hier fernab der Front. Auf die Menschen kommt ein harter Winter zu und auch ein hartes neues Jahr 2024.